Alles gut, Frau Präsidentin. Sie haben mich schon streng angeguckt, weil ich meine Rede schon vom Platz aus begonnen hatte. Weil ich finde, einiges kann man hier nicht stehen lassen, was hier von beiden Vorrednern, beziehungsweise vom Antragsteller und von Frau Schramm gesagt wurde. Herr Theobald hat darauf hingewiesen, Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 2017, es wurde notwendig, den Staatsvertrag über die Hochschulzulassung neu zu regeln, weil Teile als verfassungswidrig erachtet wurde. Herr Theobald hat auf die Debatte hingewiesen im Zuge der Neuregelung, als wir hier 2019 debattiert haben. Und ich will auch aus diesem Protokoll zitieren, mit Erlaubnis der Präsidentin. Wir alle waren uns in der grundsätzlichen Frage einig, dass eine Neuregelung unumgänglich ist. Letzten Endes wurden damit ja auch Ungerechtigkeiten beseitigt, wenngleich wir die Kritik an der Erhöhung der Vergabe von Studienplätzen nach der Abiturbestnote von 20% auf 30% durchaus nachvollziehen können. Allerdings wurden den Hochschulen weitgehende Möglichkeiten eingeräumt, bei der Vergabe von Studienplätzen nach Eignung und damit vor allem auch außerhalb der Abiturbestnoten vorzugehen. Und das war die Begründung dafür, dass die AfD diesem Gesetz damals und damit auch dem Staatsvertrag zugestimmt hat. Und jetzt frage ich Sie, Herr Müller, was hat sich seitdem an der Begründung dieses Gesetzes und des Staatsvertrages geändert? Nichts. Es hat sich nichts geändert. Das Einzige, was sich geändert hat im Saarland, ist, dass 10 Ärztinnen, Ärzte aus Mexiko im Winterberg-Klinik ihre Weiterbildung zum Fachärztin, zum Facharzt machen. Das hat sich geändert. An der Begründung von NC, an der Begründung der Hochschulzulassungsregelung, so wie sie heute sind, hat sich überhaupt nichts geändert. Und deswegen will ich auch deutlich sagen, wenn Sie hier sagen, dass man kauft sich lieber fertige Ärzte im Ausland, egal woher, und verwehrt eigenen Bewerbern oder im eigenen Land die Ausbildung, dann muss ich Ihnen sagen, dieser Zusammenhang besteht überhaupt nicht. Es wird keiner studierwilligen Person im Saarland die Aufnahme eines Hochschulstudiums in der Medizin verweigert, weil am Winterberg ein Facharzt aus Mexiko ausgebildet wird. Ja. Und Frau Schramm, das war der Unmut, den ich eben kundgetan habe, dass Sie darauf reinfallen und in dasselbe Horn blasen, ist für mich keine linke Politik, sondern Sie sind voll auf der Spur der AfD. Voll. Und das erzürnt mich noch am meisten. Und jetzt rufen Sie rein, da von der AfD, Herr Müller, es tut mir leid, es ist Bullshit, was Sie hier sagen. Es ist Bullshit, das stimmt nicht. Es ist eine Lüge, die Sie auch verschriftet haben in der Begründung Ihres Antrages. Und deshalb, der Zusammenhang besteht nicht, der Fakt ist nicht da. Ich bin auch kritisch darüber, dass wir aus Ländern, die eine ärztliche Unterversorgung haben, Fachkräfte abziehen, ja. Da müssen wir in der Tat, haben wir Handlungsbedarf, aber dann stellt man das doch in den Mittelpunkt und verknüpft es nicht mit einem Tatbestand, der nicht gegeben ist. Hier muss niemand befürchten, dass er wegen Fachärzten, die aus dem Ausland hierher kommen, oder Ärzten, die eine Fachausbildung machen, seinen Studienplatz nicht kriegt. Das ist völlig irrsinnig und völlig an der Realität vorbei. Und deswegen werden wir Ihrem Antrag nicht zustimmen. Und meine Person, also ich, Frau Schramm, kritisiere, dass Sie das nicht erkannt haben und dass Sie hier wirklich auf der Ölspur der Rechten Karussell fahren in diesem Hause, empfinde ich als Skandal. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Herr Renner, die deutsche Sprache ist so variantenreich und Sie beherrschen sie auch so gut, dass Sie auch ohne diese Kraftausdrücke, glaube ich, auskommen in Zukunft. Frau Präsidentin, alles will lebendige Debatten und
Also hier ist eine Kurzintervention gemäß § 38 Absatz 3 Geschäftsordnung. Herr Müller, ich lasse Sie zu. Sie haben das Wort. Ja, Herr Renner, es geht nicht darum, irgendetwas zu haben gegen Ärzte aus Mexiko, die sich hier weiterbilden. Ich habe selbst schon ganz persönlich Erfahrungen gemacht mit Ärzten aus Syrien, die bei mir gewohnt haben, die sich auch weitergebildet haben, die aber schon auch fertige Ärzte waren, die schon praktizieren und behandeln konnten. Und dass das der Fall ist, dass man diese Ärzte gesucht hat und sie hier freudig begrüßt als helfende Leute, das ist doch ein Hinweis darauf, dass wir einen Mangel haben, und zwar schon seit Jahren. Und diesen Mangel zwar angehen, aber nicht in genügender Weise angehen. Und genau das ist es, was ich mit meinem Antrag kritisiert habe und kritisiere. Sie haben die Möglichkeit, darauf zu antworten. Ja, können Sie. Ja. Herr Müller, Sie können das jetzt drehen und wenden, wie Sie wollen. Der Sachverhalt stimmt nicht, den Sie hier dargestellt haben. Es wird keinem Studierenden, keiner studierwilligen Person hier ein Studienplatz verweigert, weil am Winterberg eine mexikanische Ärztin sich zur Fachärztin weiterbilden lässt. Das stimmt nicht. Das steht aber wortwörtlich in der Begründung so drin, die Sie heute abgelesen haben. Und im Übrigen darf ich mal darauf hinweisen, wenn es um die Medizin geht im Saarland, wir bilden über den Bedarf aus. Wir bilden auch für andere mit aus. Ja, der NC, und da haben Sie recht, ist weitgehend, ich glaube in 14 von 16 Bundesländern, außer Schleswig-Holstein und Niedersachsen, für dieses Studienfach bei 1,0 und in den anderen bei 1,1. Das hängt allerdings auch mit Kapazitäten zusammen, weil die Nachfrage nach diesen Studienplätzen höher ist, als verfügbare Plätze da sind. Und trotzdem, das ist kein Mangel von Ausbildung in dem Fall, im Saarland jedenfalls, sondern wir bilden genügend aus. Und der andere Zusammenhang, den Sie hergestellt haben, das ist reine rechtspopulistische Stimmungsmache. Weil die Mexikaner da sind, bekommt ihr keinen Studienplatz. Das haben Sie eben in Ihren eigenen Worten gesagt. Dieser Zusammenhang ist nicht statthaft, das ist Hetze, und dem stelle ich mich entgegen.